Yo Leute, was geht? Flexi, und ihr werdet mir nicht glauben, Leute. Es schreiben mich so viele von euch an auf Insta, dass ich deren Account vorstellen soll. Und heute war der liebe Max am Start und er hat mir gesagt, er ist TikToker und er will beweisen, dass auch TikToker einen krassen Fortnite-Account haben können. Und ich dachte mir so, yo, okay, machen wir das. Ich bewerte und stelle deinen Account auf YouTube vor. Ich blende auch mal seinen TikTok-Namen hier jetzt ein. Könnt ihr gerne abchecken. Lasst auf Ehren Like da und ein Abo, wenn ich auch mal euren Account vorstellen soll, und kommentiert in die Kommentare eine Bewertung für diesen Account. 1 von 10 ist das schlechteste und 10 von 10 ist das beste. Meine Bewertung kommt zum Schluss und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. So Leute, wir sehen jetzt auch schon, er hat auf Ehre den No-Skin ausgerüstet, damit ich nicht gespoilert werde. Und was mir direkt aufgefallen ist, Leute, er hat einfach 5350 V-Bucks am Start, ist Level 42 in dieser Season, das heißt, er spielt schon richtig aktiv und 1598 Barren. Wir gehen aber jetzt erstmal auf den Itemshop, das haben mir viele von euch geschrieben, ob die Leute auch ehrenvoll sind und meinen Creator-Code eingetragen haben. Wir checken das Ganze jetzt einfach mal ab, ich klicke hier auf den Itemshop und wir checken mal ab. Hat er meinen Creator-Code eingetragen? Und er hat meinen Creator-Code auf Ehre eingetragen. Leute, ich küsse sein Herz. Ich küsse sein Herz an jeden, der das macht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch schon auf die Karriere. Wir sehen das Kontolevel von 1434. Ist natürlich über 1000. Da kann man nichts falsch machen. Wir gehen jetzt auf das Profil und checken mal die Solo-Siege ab. 85 Solo-Siege, 117 Duo-Siege und Team nur die 96. Mach weiter so. Sieht ganz schön nice aus. Und jetzt gehen wir auch schon auf den Spind. Okay. Er hat halt komplett alles auf Standard gesetzt, damit ich nicht gespoilert werde. Und ihr habt mir immer gesagt, Flakes, du brauchst eine Brille. Du brauchst unbedingt eine Brille. Du übersiehst immer den OG Battle Bus Banner. Und diesmal werde ich ihn auf jeden Fall nicht übersehen. Falls ich ihn übersehen sollte, was ich nicht glaube, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sind jetzt hier auf Standard und wir scrollen jetzt einfach mal durch und gucken mal, ob ich hier den OG Battle Bus Banner übersehe. Aber ich glaube nicht, Leute. Ich werde ihn diesmal nicht übersehen. Und natürlich gibt es auch den zweitseltensten Banner, den World Cup Banner. Den müssten wir ja auch irgendwo finden. Mal gucken, ob wir den hier irgendwo finden. Aber nein, doch! Der World Cup Banner ist am Start. Wir wählen hier einfach mal die blaue Farbe aus und klicken dann direkt auf Anwenden. Let's go! Schade, dass du den OG Battle Bus Banner nicht hast. Du hast mir da was anderes auf Insta geschrieben. Jetzt gehen wir mal auf die Musikschallplatten und checken die mal ab. Wir scrollen hier mal durch und sehen hier direkt den OG Remix und Original Klassisch. Sind auch favorisiert. Du hast Geschmack, Bro. Sonst kann man bei den Musikschallplatten sowieso nichts sehen. Wir gucken mal, wie viele er insgesamt hat. 42 Stück insgesamt. Let's go. Und ich wähle hier jetzt mal Original Klassisch aus. Und wir gehen direkt mal zu den Ladebildschirmen. Hier hat er irgendwie so ein Lama Rama Ladebildschirm ausgewählt von Rocket League. Wie clean sieht der denn eigentlich aus? Ey, wieso habe ich solche Ladebildschirme nicht? Wie konnte ich den freischalten, Leute? Kein Plan. Irgendwie so ein Rocket League Kollaboration. Keine Ahnung, wie man den bekommen hat. Und wir sehen hier auch den Travis Scott Ladebildschirm. Insgesamt 217 Stück. Wir klicken mal hier auf Season 3. Und er hat aktiv in Season 3 gezockt, Leute. Wie nice ist das denn? Das ist sehr, sehr clean. Und ich wähle hier einfach den Lama Rama Ladebildschirm aus von der Gaming-Legenden-Reihe. Und dann kommen wir auch schon zu den Lackierungen. Oh, okay. Wir sehen hier auf jeden Fall die Magma-Lackierung. Oh, okay. Und die Goosebumps-Lackierung vom Travis Scott Set ist auch drauf diesmal. Die habe ich jetzt schon das dritte Mal oder so gesehen auf einem Account. Das ist sehr, 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 sehr clean. Und die finde ich sogar viel, viel besser als die Magma-Lackierung, muss ich sagen. Insgesamt 101 Lackierungen. Das ist sehr, sehr clean. Wir klicken hier direkt auf alles anwenden. Goosebumps-Lackierung kann irgendwie nichts toppen. Die ist auch sehr, sehr selten inzwischen. Wir gehen jetzt mal auf die Kondensstreifen. Und da müssen wir direkt mal nach den OG-Flammen suchen. Und die OG-Flammen sind sogar favorisiert. Du hast Geschmack und du weißt, was gut ist. OG-Flammen sind am Start. Wir scrollen hier noch weiter runter, aber sonst gibt es hier ja natürlich nichts Seltenes. Wir gucken insgesamt 68 Stück, klicken hier auf Season 3 und wir sehen alle 5 Kondensstreifen aus der Season 3. Besser geht es eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir wählen einfach mal die Regenbogen-Kondensstreifen aus, denn wenn wir die OG-Flammen immer auswählen, wird das Ganze ein bisschen langweilig. Deswegen klicken wir jetzt auf die Regenbogen-Kondensstreifen. Let's go! Jetzt würde ich sagen, gehen wir nicht zu den Tänzen, sondern zu den Gleitern, denn da muss doch was richtig Krasses drauf sein. Und Leute, na. Ihr braucht mir gar nicht die Kommentare voll spammen. Ich habe den OG Battle Bus Banner gesehen. Der ist hier einfach rechts in der Mitte. Ich habe ihn einfach mit
Absicht diesmal übersehen, Leute, damit ihr mir meine Kommentare voll spammt und ich eure Ehre nehmen kann. Wen von euch habe ich jetzt hops genommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe, glaube ich, so viele von euch hops genommen. Wir tun das Ganze jetzt direkt mal auswählen. Den OG Battle Bus Banner haben wir hier auch drauf. Und jetzt kommen wir aber zu den Gleitern und sehen auch schon direkt hier unter meiner Facecam, Leute, die Schneeflocke. Die Schneeflocke, den Schneeflockengleiter aus diesen zwei, den Siegesgleiter. Wir gehen hier mal nach oben, sehen hier auch Sirhänge von Gleiter, favorisieren wir direkt. Dann haben wir hier Jolly Roger, ein sehr, sehr seltener Item-Shop-Gleiter aus Season 1. Den Marco-Gleiter haben wir hier auch am Start. Was will man mehr? Er hat den seltensten Gleiter im ganzen Spiel. Was mir aber auffällt, ist, dass sehr, sehr wenige den Aerial Assault Trooper-Gleiter haben. Das ist sehr, sehr schade. Wir sehen hier noch den Süßkram-Gleiter, PlayStation-Gleiter, Glubschi ist hier auch drauf. Und dann haben wir hier den Weltraum oder das Weltraum-Landegerät ist über 800 Tage nicht mehr im Shop gewesen. Von Season 3, das habe ich das letzte Mal übersehen. Und den sehe ich jetzt auch. Ein zweiten Mal erst, Leute. Scheint auch ein sehr, sehr seltener Gleiter zu sein. Hier haben wir noch Slipstream vom Twitch Prime-Paket. Hüftenschwinger ist auch hier drauf. Und sonst sehen wir hier, glaube ich, nichts Besonderes. Wir gucken insgesamt 124 Stück. Bei den Favoriten haben wir sonst eigentlich nichts krass Seltenes. Sind einige Sachen favorisiert, die aber jetzt nicht komplett selten sind. Hier ist, glaube ich, das Hauptsystem. War, glaube ich, selten, ist aber wieder in den Shop gekommen. Ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, wir wählen heute mal das Weltraum-Landegerät aus. Den Hängegleiter hier. Let's go, mal was anderes heute. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Tänzen. Da gehen wir jetzt erstmal drauf. Insgesamt 142 Tänze. 38 Stück sind favorisiert. Wir gehen jetzt erstmal auf die Modes und gucken da mal durch. Wir sehen hier direkt den Headbanger. Den Headbanger vom Travis Scott Paket. Das wird ja jetzt richtig krank hier. Wir scrollen hier durch, gucken mal, wie viele Kronensiege der liebe Max hat. Er hat 3 Kronensiege. Das geht natürlich besser. Wir scrollen jetzt einfach mal durch. Ihr könnt ja stoppen, wenn ihr wollt. Und wir checken jetzt gleich ab, ob er was Krasses drauf hat. Season 1 hat er leider keinen Bel Air. Season 2 hat er den Wurm. Schmackhaft. Was findet ihr eigentlich besser? Den Wurm oder OG Zahnseide? Zahnseide ist natürlich hier auch drauf. Wählen wir jetzt hier mal aus direkt. Ihr könnt euch reinziehen, wie nice das einfach aussieht. So, wir klicken nochmal auf Season 2 und erstmal auf die Emotes hier. So, der Wurm und Zahnseide. In die Kommentare, was findet ihr besser? Das heißt, er hat den Season 2 Battle Pass. Season 3 Battle Pass ist auch am Start. Und hier sehen wir den Loser Dance und direkt daneben den Sauber-Emote. Digga, okay. Es scheint ja echt ein richtig krasser Account zu sein. TikToker haben also auch was drauf. Okay, Season 4 ist, glaube ich, nicht so interessant. Was für nicht interessant. Wir haben den Überschwang drauf, der über 1200 Tage nicht mehr im Itemshop war. Der seltenste Itemshop-Emote im ganzen Spiel. Okay, wir gehen mal auf die Favoriten. Da bin ich jetzt echt gespannt. Okay, wir sehen, der spielt hier sehr oft Party Royale. Ich weiß schon Bescheid. Okay, da haben wir schon die ganzen seltenen Sachen gesehen. Okay, wir haben hier noch beste Kumpel. Dann haben wir Showstopper. Okay, aber sonst nichts ultra krasses. Wir wählen natürlich den Überschwang hier auch aus. Und jetzt kommen wir hier mal zu den Spitzhacken. Bei den Spitzhacken, yo! Warte mal, die Winkelhacke ist sehr, sehr selten. Und dann haben wir dieselbe Hacke, die getarnte Winkelhacke in schwarz. Das ist, glaube ich, vom Tarnreflex-Skin, der auch mega, mega selten ist. Musste man mit Nvidia freischalten, mit einer Nvidia-Grafikkarte. Okay, das habe ich, glaube ich, erst einmal oder so gesehen. Wir haben hier Excalibur drauf. Die Zuckerhacke ist sehr begehrt bei euch, Leute. Wir gehen hier weiter durch. AC/DC ist hier drauf. Sehr, sehr schmackhaft. Favoriten. Insgesamt 149 Stück. Und sonst, nee. Ich glaube sogar, dass die getarnte Winkelhacke hier die seltenste Spitzhacke ist. Denn AC/DC sieht man schon sehr, sehr oft. Wir wählen mal die getarnte Winkelhacke aus Season 8 aus. Ich hoffe, da ist auch der Skin mit dabei. Wir rüsten das Ganze aus und gehen jetzt mal zu den Backblinks. Gucken mal, wie viele Backblinks er hat. 194 Stück. Ist sehr, sehr schmackhaft. Was sind das hier? Was sind das hier? Yo! Wer versteckt sich denn da drin? Wie süß ist das denn? Yo! Zu welchem Skin gehört der? Das sieht ja mega schnuckelig aus, Alter. Warum hab ich den nicht? Wir scrollen hier einfach mal durch. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ihr könnt stoppen. Oh, wir haben hier den Skull Trooper Backbling. Will ich aber noch nicht draufklicken. Da bin ich echt hyped, Leute. Wir scrollen hier durch. Und jetzt gehen wir auch schon zu den Skins. So, bei den Skins angekommen. Und wir sehen hier direkt den Travis Scott. Digga, wie viele von euch haben jetzt auf einmal den Travis Scott? Ich dachte, der ist selten. Dann haben wir hier noch Kylo Ren. Auch sehr, sehr selten. Carbide Skin. Die dunklen Reisen.
Tausenden haben wir hier. Den John Wick Skin, den Sensenmann aus Season 3, den Battle Pass, Havoc Skin, Twitch Prime Paket ist am Start. Omega, komplett freigeschaltet, mit den Farben sogar. Sehr, 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 sehr schmackhaft. Den schwarzen Ritter haben wir hier auch drauf. Okay, es kann nur noch besser werden. Die Banane, leider nicht in Gold. Dann haben wir hier noch einen PlayStation Skin. Hier oben noch den Abo-Kommandant, auch vom Twitch Prime Paket. Hier die Elite-Agentin, sehr begehrt bei euch. Funkel-Spezialistin. Wir gucken mal, ob die Ghoul Trooperin OG ist. Nee. Leider nicht OG. Wir scrollen hier weiter. Den Skull Trooper will ich unbedingt sehen. Den Skull Trooper will ich sehen, ob er OG ist. Und... nein, auch nicht OG. Dann denke ich mal, dass der Schwarze Ritter der einzige OG-Skin hier drauf ist. Dann sehen wir natürlich hier die royalen Ritter, den blauen Knappen. Und wir haben hier einfach den Reflex-Skin, der seltenste Itemshop-Skin aktuell. Dann haben wir hier noch die passende Version in Schwarz, den Tarnreflex. Ich habe es euch predicted, Leute, von der Spitzhacke. Hier haben wir auch den seltenen Itemshop-Skin, den Season 1 Schaltkreiskiller. Blaumütze ist hier drauf. Digga, 10 von 10 würde ich geben. Dann haben wir noch die World Cup-Kämpferin. Auch schon sehr, sehr lange nicht im Shop gewesen. Season 9 2019 World Cup Skin. Ich glaube aber, wir wählen heute den Tarnreflex Skin aus. Insgesamt 247 Skins. Wir gehen mal hier auf die Favoriten. Und ja, alles, was hier favorisiert ist, habe ich schon gesehen. Let's go, Leute. Wie nice war das denn? Eure Bewertung in die Kommentare. 1 von 10 ist das Schlechteste, 10 von 10 das Beste. Lasst ein Like da auf jeden Fall nicht vergessen. Und ein Abo droppen, wenn ich auch mal euren Account vorstellen soll. Dann küsse ich euer Herz. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Flakes. Ciao.